Jo, schönen guten Tag. Der Ära ist wieder da und heute gibt es wieder eine Folge aus Rot 2T55A. Also sprich, wir machen wieder eine kleine Mission und versuchen irgendwann die DDR-Panzer zu kriegen. Wir heißt in dem Fall, ich bin zusammen mit dem Elder Jansky unterwegs. Der fährt den FV215B, den Stufe 10 Heavy Tank im britischen Baum, und wir fahren mal wieder den E100. Unsere Aufgabe lautet: Zerstören Sie mindestens 4 Gegnerfahrzeuge und zerstören Sie Fahrzeuge 3 verschiedener Typen. An Mission 2 ist es ganz oft bis jetzt gescheitert. 4 Kills kriegt man durchaus ab und zu mal hin. Aber irgendwie als Heavy trifft man eben dann doch ganz oft andere Heavys. Und da macht man halt 4 Heavy Kills und so weiter. Aber 3 unterschiedliche Typen macht es relativ schwer. Es hat ja nur 5 Typen. Also muss man vielleicht eine Arti oder einen Scout noch mit erwischen. Weil Mediums und Heavys, das geht durchaus, aber alles andere ist auch ein bisschen glücksabhängig. Ja, wir sind in Erlenberg. Und wir fahren rüber zum Schloss oder zur Burg oder wie auch immer ihr das gerne nennen möchtet. Und ihr seht, E100 ist ein Rennwagen ohne Ende. Ist übrigens ein Begegnungsgefecht. Und ja, wir sind direkt gespottet und es hat 3-mal Arti. Also grundsätzlich, ja gut, das war mein Versuch. Aber ich weiß halt tatsächlich schon, was mir erwartet. Ich möchte jetzt nicht stehen bleiben. Definitiv nicht. Also ihr seht, da hat es schon auf den Elder geschossen. Hier ist auf jeden Fall jede Menge Spaß im Glas. Da ist ein STB-1 und die steht immer noch auf freiem Feld. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier wegkommen. Also Fakt ist, wenn ich mit der Arti unterwegs bin, so ein langsamer deutscher Panzer ist definitiv das, was ich da gerne schießen möchte. Brauchen wir nicht diskutieren. Deswegen, auch wenn das viele doof finden und nach wie vor seltsam finden, ich habe nach wie vor einen Splitterschutz auf meinem E75 und auf meinem E100. Ja, der Schuss hätte auch auf uns gehen können, hat er aber nicht. Und ich bin immer noch sehr froh, dass ich diesen Splitterschutz drin habe. Und da, bäm, erster Schuss, 500 und jawohl, da ist die Arti. Aber nichtsdestotrotz, erster Schuss, 500 Schaden, erster Kill, es war vor allem ein Lighting. Ja, die Arti ist dabei, die schickt uns Grüße, aber ihr seht schon, Splitterschutz reduziert verdammt den Schaden. Gibt's nichts zu diskutieren. Ja, Elder ist schon angekommen, wir leider noch nicht. Mal schauen. Wir sind wieder aufgeklärt und müssen mal gucken. Ja, STB-1. Ja, genau ist das Geschütz jetzt nicht unbedingt. Der Vorteil ist, hier hinter in der Ecke sollten wir halbwegs Arti-safe stehen. Und wenn wir die Frontpanzerung ein Stück anwinkeln, glaube ich, kommt hier so gut wie nichts rein. Also können wir hier diese Ecke durchaus relativ gut verteidigen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das STB-1 mal einen Fehler macht. Ah, der Fehler, der liegt bei uns. Wir haben einfach scheiße geschossen. Da brauchen wir nicht diskutieren. Wir haben unheimlich mies geschossen. Ja, es geht ja um die Mission. Wir haben einen Treffer, fehlen noch 3. Ja, er ist clever, er verzieht sich wieder. Nachgeladen ist. Und da ist ein IS-3, aber der schießt nur die Kette. Jawohl! Und wir haben eine Grille gebounced. Und wir haben einen Kill auf einen Medium-Tank. Und haben schon 2 Kills. Das ist ganz schön. Da ist noch ein T71. Von vorne ist der mir grundsätzlich relativ egal, aber ich kann halt leider nicht vorrücken, weil dann würde ich ihm die Seite zuwenden. Jetzt fährt er davon. Schade. Komme ich leider nicht runter. Und jetzt haben wir hier um die Ecke einen IS-3 und eine Grille. Mal schauen, aber der IS-3 guckt erstmal nicht auf uns. Er ignoriert uns. Das war ein Fehler. Da haben wir wieder 700 Schaden. Übrigens, als Nebenbedingung 3000 Schaden machen. Und die Grille hat mitbekommen, dass wir geschossen haben. Und habt ihr gesehen, ist direkt losgefahren. Wollte sich direkt mal bei uns vorbeischauen. Und ist auf dem Weg und hat daneben geschossen. Sehr gut. Das Problem ist halt, so eine Grille ist halt echt verdammt schnell. Also die ist tatsächlich echt für uns fast nicht so richtig zu kriegen. Da ist ein Panther 8.8. Da war ein Panther 8.8, das war Kill Nummer 3, noch ein Medium. Wir brauchen jetzt noch irgendwas Heavy oder ihr Tank Destroyer wäre gut. Ja, der ging voll von durch, inklusive Motorschaden. Den Motorschaden müssen wir jetzt definitiv reparieren und mal gucken, ob in IS-3. Ah, wir sind zu langsam. Und da ist er wieder. Unsere Freunde von der Arti senden freundliche Grüße. Ah, der Schuss ging natürlich auch voll in die Wicken. Ja, und jetzt kommt sie wieder. Die Grille kommt. Der IS-3 steht Gott sei Dank im Weg. Ist gebounced. Grille ist auch gebounced. Sehr gut. Ja, also wenn man den E100 ein bisschen gut winkelt, dann kann man hier durchaus auch mal größere Kaliber abwehren.
Aber ist halt auch immer die Frage, wenn die dann Gold reinmachen, ist es halt vorbei. IS-3. Bam! Sehr geil! Das war der vierte Kill, das war ein Heavy. Also das heißt für uns an der Stelle, ja, wir gehen zwar drauf, aber wir haben unsere vier Kills im Sack. Weil so viel heißt wie Mission erfüllt, Gott sei Dank. Ja, hier ist noch Grille 15 nach wie vor, Objekt 140 ist noch da. Das ist halt das Problem bei diesen Missionen. Man neigt dann durchaus so ein bisschen dazu, irgendwelche dummen Aktionen zu machen, nur um diese Aktion wegzuhaben. Nur um es zu schaffen. Und wenn man schon so mit einem Light- und einem Medium-Kill anfängt, dann möchte man bitte dann doch noch einen Kill auf den Heavy hinkriegen. Also das ist ja dann immer so das Ding. Ja, aber es sieht allgemein ganz gut aus. Es steht 9-6, 10-6. Hier ist der Elder. Er fährt. Da kommt das Objekt. Objekt gebounced. Also das ist halt der Nachteil an diesem FV-Ding. So richtig heavy ist es eben leider nicht. Komm. Jawohl. Und der Elder macht noch einen Kill. Auf einen Stufe 10 Medium. Und ja, 13-7. Jetzt ist noch die Grille und ein UDES. Also zwei Jagdpanzer sind noch unterwegs, aber Elder hat eben leider auch nur noch 4 Punkte. Jetzt kommt die Grille. Und da hat er HE auf die Grille geschossen. Die hat ihn nur getrackt. Sehr cool. Also diese Grille spielt vielleicht ganz clever, aber richtig zielen kann sie eben auch nicht. Also sie ist relativ oft gebounced. Und da ist nur noch der UDES und niemand wird wahrscheinlich mehr in die Nähe des UDES kommen. Also zumindest nicht auf unserem Team. Und da war auch der UDES kaputt. Freude ist riesengroß. Unsere Adi hat sich auch noch versenkt. Aber wir haben unsere Mission erfüllt. Deswegen jetzt an dieser Stelle schauen wir nochmal in die Auswertung. Ja, zu der Auswertung gibt es grundsätzlich relativ wenig zu sagen. Es war nämlich gar nicht so aufregend. Überregenheitsabzeichen dritter Klasse, 4 Kills, 50.000 Credits, 3.750 EP. Aber es war so ein Dreifach-Event am Wochenende. Und ja, spannend ist, Grille zweimal gebounced, IS-3 dreimal gebounced, STW-1 zweimal gebounced, das ist schon ganz anständig. Ja, und ansonsten haben wir ganz oft einfach One-Hit-Kills gemacht, außer beim IS-3, da mussten wir fast alles alleine wegschießen. Leider hat es nur für die Normalauffüllung gereicht, denn das waren nur 2.889 Schaden, also wir hätten nochmal einen Schuss irgendwo hinschießen müssen, um die Mission ausgezeichnet abzuschließen. Aber darüber möchte ich jetzt nicht meckern. Ja, hier Centurion ist ganz oben, Bedshed, und dann kommt schon unser Platoon. Wir haben beide 2800 Schaden gemacht. Ich finde das sehr anständig, 5 Kills untereinander. Was will man mehr? Elder hat noch die Steel Wall gekriegt, weil sie ihn 20 Mal getroffen haben, 9 Durchschläge, dann 11 hat er gebounced. Also alles gut gelaufen. Cool finde ich für Stufe 10, wir haben richtig Profit gemacht, 7800 Credits, weil wir halt einfach gar kein Gold schießen wollten, mussten, durften. Insofern schönes Gefecht, hat Spaß gemacht und vor allem an der Mission tatsächlich habe ich relativ lange geknaubelt und bin gerade echt froh, dass ich es geschafft habe. Jetzt heißt es natürlich weitermachen. Mission 4 steht in den Startlöchern, auf das wir irgendwann den T-55A unser eigen nennen können. Ja, Mission 4 ist auch eine... Was war das? Scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich da machen sollte. Ach ja, ich muss Module zerstören. Wahrscheinlich ist das auch wieder so eine Geschichte, den E-100 nehmen, HE reinpacken und dann einfach draufhalten, was das Zeug hält. Mal schauen. Aber das werdet ihr ja sehen, wenn es hier wieder eine neue Folge gibt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wie weit seid ihr bei eurer Mission? Wie sieht's aus? Könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar schreiben. Freue ich mich drüber. Und ansonsten wünsche ich euch was. Macht was draus. Bis bald mal wieder. Der Ära.